Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute gibt es mal wieder ein Special, denn heute ist das Halloween-Special dran. Bleibt dran! Das Halloween-Special ist dran und das heißt, wir gehen jetzt wie beim letzten Jahr einfach in den Keller und machen Jagd auf Spinnen. Aber diesmal wird es nicht so ein kleiner, chaotischer Parcours mit einer wackeligen Kopfkamera und schlechter Beleuchtung. Nein, diesmal habe ich was Besonderes. Und zwar teste ich heute mal ein 3D-Ziel von dem Hersteller Arsen Sports. Das ist ein Schießwürfel mit mehreren Spinnen drauf. Den zeige ich euch natürlich gleich, aber der ist schon im Keller. Und da möchte ich einfach mal testen, was der aushält, wie gut er es aushält, wie lange er es aushält und ob die Pfeile danach noch immer gut sind oder ob die bis zu den Veins eindringen. Außerdem wollen wir testen, ob das für die Stinger, für die Edda und R9 oder für Excalibur am besten geeignet ist, weil das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Es ist eigentlich ein Bogenziel. Meine Vermutung ist also, dass der R9-Pfeil am besten geeignet ist. Aber das werden wir natürlich testen. Und wir werden wirklich ziemlich hardcore testen. Da kommt wahrscheinlich schon die erste Frage auf. Wo ist der Fenris? Der Fenris ist schon unten. Wir werden nämlich heute eine Stinger 55 da drauf schießen, eine Stinger 120 und natürlich auch den 90er Bogen mit der Stinger. Außerdem schießen wir dann die R9 und die RX und quasi die Edda. Also ich würde ja gerne mit der Edda schießen, aber mein Magazin hat leider hardcore gelitten durch die ganzen Fehlschüsse, die das Ding produziert hat. Dementsprechend heute keine Edda, aber wir schießen einfach die RX mit den Edda-Pfeilen. Macht Sinn, oder? Dann haben wir quasi eine Edda simuliert. Ja, und was eine Überraschung, der Fenris ist halt auch mit im Programm. Und die Siege auch noch. Ja, und dann wird's richtig fett, weil dann kommt die Excalibur. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange rum. Wir gehen direkt runter und testen einfach mal, was dieser Würfel so aushält. Hier ist das gute Stück. Der ist echt schwer tatsächlich. Sehr, sehr schwer, hätte ich gar nicht gedacht. Und ja, das ist auch so ein Schaum. Sieht ein bisschen anders aus als der Slidark-Schaum. Ist auch definitiv fester und scheinbar gar nicht mal so temperaturanfällig. So, und das Ding ist handbemalt und das sieht man auch. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Also hier ist wirklich jede Seite bemalt und das sind auch wirklich 3D-Spinnen. Ne? Das ist nicht nur drauf gemalt. Ne? Hier sind so verschiedene Spinnen drauf und ich bin mal gespannt, ob ihr erkennt, welche Seite ich schon einmal beschossen habe. Ja, kennt man das? Das ist nämlich die hier. Ja. Hier habe ich mal ein paar Testschuss drauf gemacht und das hat die ganz gut weggesteckt. Also ich finde, hier sieht man tatsächlich mal so gar nichts. Oder halt, wenn, dann nur sehr minimal. Ne? So, das ist das Ziel und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Action und Zielkamera gibt es natürlich heute auch wieder. So, und wir starten jetzt den Versuchsaufbau mit der 55er Tactical und die ist passend zu Halloween, The Orange Dream. Ja, ich habe sie ungefähr vor einem Jahr gebaut, halt passend zu Halloween und wollte eigentlich direkt nach Halloween schon umbauen, aber irgendwie, ich habe mich dann doch voll da rein verknallt in diese Farbe. Ich weiß auch nicht, als ich das so bei anderen Leuten gesehen habe, dachte ich mir immer, Alter, wie kann man denn so einen Kackding haben? Weil wenn man es selber hat, ist irgendwie voll geil. Ich weiß auch nicht. Ich brauche eine orangene Tactical, ganz klar. Tut mir leid, Bernd, aber ist halt mein Geschmack. So. Die Pfeile nutzen wir hier, das sind Wandsmar-Pfeile, Bolzmaster-Fakes, würde ich mal behaupten. Oder Bolzmaster hat die gleichen und schreibt halt Bolzmaster drauf. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Bolzmaster zum Vergleich. Aber ich wollte die hier einfach mal testen. Einfach mal, was gibt es denn gerade so auf Amazon? Kommen natürlich nicht mehr in den Pfeiltest rein, weil beim Pfeiltest sind wir gerade aktuell bei 150 Pfund Präzision. Und dafür sind die halt viel, viel, viel zu leicht. Aber ich finde es farblich ganz schön geil irgendwie, ne? Dieses knallige. Naja, wir wollen mal gucken, erstens, auf welche Distanz ich die überhaupt eingeschossen habe und zweitens, wie denn die Scheibe mit 55 Pfund klarkommt. Ich halte jetzt einfach mal auf den Körper, also auf den hinteren Körper von der Spinne an. Okay, es geht ein bisschen drüber. Okay. Nee, Jörg hat auch absolut recht, wenn er sagt, dass man sich auf Zimmerdistanz nicht die Pfeile kaputt schießt, weil die Präzision so schlecht ist. Absolut, genau. Das Klick habe ich mir gerade einfach nur eingebildet. Naja, wir gehen mal auf eine andere Spinne.
Wir wollen ja mal die eine Spinne nicht weiter zerlegen. Komm, ich schieße noch einmal auf den Kopf der Spinne. Naja, ich sage euch ganz ehrlich, dieser Beef, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Ich finde es schön, dass er mich erwähnt, aber ich habe keinen Bock auf diese Hass- und Hetze-Geschichte, ne? Das ist Jörgs Thema und jeder, der hier ist, um Hass und Hetze zu verbreiten, der darf gerne wieder direkt zu Jörg zurückgehen. Ich freue mich hier über die positiven Menschen und die, die gerne Sport machen wollen und die nicht irgendwie einen Menschen damit umbringen wollen, ne? Wir schießen nämlich hier auf Spinnen, weil es ist Halloween. Und dann gucken wir doch mal, wie das Ergebnis aussieht. Genau. Oh, und die Pfeile lassen sich richtig geil ziehen. Ey, das ist fast Slider-ähnlich. Das gefällt mir echt richtig gut. Oh, okay. Hier ist ein bisschen enger. Ja, passt aber. Oh, ja, super. Und wir haben uns auch schon direkt die Pfeile wieder kaputt geschossen, ne? Super, super, super. Hier auch. Lack abgeplatzt. Aber gar nicht mal so schlecht. So können wir nämlich herausfinden, ob das wirklich Carbonpfeile sind, so wie es angeboten wird. Das war jetzt die Stinger mit 55 Pfund. Das ist jetzt die Stinger mit 90 Pfund. Die knallgrünen Pfeile können wir hier nicht schießen, die sind viel zu leicht. Bloß nicht nachmachen. Ich mache es jetzt so, ich lade drei Übungsspitzen rein und im Anschluss drei Bodkins. Also ein Magazin, zwei Arten von Pfeilen. Warum? Wir wollen gucken, welchen Unterschied ein Bodkin auf der Scheibe macht im Vergleich zu einer Übungsspitze. Und ich werde jetzt absichtlich ein bisschen mehr streuen als eben, weil ich will mir die Pfeile nicht kaputt machen. Zweitens ist es so, dass wenn die Pfeile eng beieinander sind, dann kriegt man die nicht so leicht rausgezogen. Und das wäre natürlich jetzt doof. Ich gehe auch davon aus, dass man 90 Pfund das eh schwerer wird rauszuziehen. Deswegen, ich verteile es jetzt mal auf die große Spinne. Erstmal gucken, wohin der Pfeil überhaupt geht, wenn man hier anhält mit der Mitte. Okay, er geht einfach einen Ticken drüber und zwar, ja, ungefähr da. Okay. Gut, dann verteile ich die mal. Also, wie gesagt, absichtlich um die Spinne herum, ne? Um die große. So, und jetzt kommen die Bodkins. Und einen mache ich mal auf die Spinne selbst. Einen habe ich noch und. So, gut, dann schauen wir doch mal, ob es einen Unterschied zwischen Bodkins und Übungsspitzen und vor allem zwischen 55 und 90 gibt. Das mit 55 und 90 können wir am besten nachweisen, indem wir einfach gerade noch einen 55er hinterher schießen. Okay, dann schauen wir doch mal. Es gibt eindeutig einen Unterschied zwischen 55 und 90. Das ist der 55, das ist der 90. Na, also die sind schon echt deutlich, deutlich tiefer drin. Und jetzt die Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Bodkin und Übungsspitze? Also der und der, die sind auf jeden Fall tiefer drin. Dann schauen wir doch mal nach, ob der und der die Übungsspitzen sind. Übungsspitze, jo, die konnte man relativ leicht ziehen. Wahrscheinlich wieder eine Übungsspitze. Oh, nee, ein Bodkin tatsächlich. Okay, also die Pfeile lassen sich echt relativ leicht rausziehen. Boah. Okay, die Bodkins nicht so einfach. Es geht noch immer sehr gut, aber kein Vergleich zu den 55er-Pfeilen. Die sind deutlich, deutlich einfacher. Ja, aber es geht immer noch sehr gut. Also ich muss schon sagen, das Slider ist da definitiv leichter, um die Pfeile rauszuziehen. Aber das Ding sieht echt cool aus und ist preislich recht nah an der Slider. Ich denke aber, dass dieses Ding vor allem gar nicht für die Stinger gedacht ist. Ich meine, es funktioniert sehr gut, ne? Bei 90 Pfund dringen die Vanes noch immer nicht ein. Aber was ist mit 120 Pfund? Wird Zeit, dass wir das testen, oder? Bevor wir das aber machen, möchte ich noch mir einen Referenz-Übungsfeil und einen Referenz-Bodkin mit 90 Pfund dahinsetzen, sodass ich gleich den Unterschied von 90 zu 120 auf dieser Scheibe sehen kann. So, jetzt ganz wichtig mitzählen, nur zwei Schuss. Ungewohnt für mich. So, ich mache die mal weiter oben in die Ecke, dass die gleich nicht im Weg sind. So, dann bauen wir mal um. Oh, die Säge ist durch. Da müssen wir bald mal wechseln. Beziehungsweise neu wickeln. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock auf ein Wickeltutorial habt. Ich habe nämlich mal ein bisschen gesammelt und ich habe tatsächlich jetzt über 10 Sehnen, die ich neu wickeln muss.
Und gerade weil eine davon auch eine ABB für meine Excalibur ist, also America's Best Bowstrings, die sind ziemlich teuer, Flemmspleiß, die will ich auf jeden Fall neu wickeln und nicht neu kaufen. Aber wenn ich dann schon dabei bin, kann ich natürlich auch die Stinger mitwickeln. Ich konnte das mal echt gut, hab's durch den ganzen Dynema-Gedöns ein bisschen verlernt, aber wird Zeit, dass ich es mal wieder lerne, oder? Und dann mache ich euch ein Video, wenn ihr das wollt. Schreibt mir das bitte auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich persönlich habe mich damals vor so 2, 3 Jahren echt schwer getan, das Wickeln zu lernen, weil es damals meiner Meinung nach keine guten Videos gab dazu. Aber ich denke, der Eric hat da mittlerweile was gemacht. Wir machen das Gleiche natürlich auch wieder hier. Also 3 Übungsspitzen und 3 Bodkins. So. Boah. Der ist schon deutlich straffer als der 90er, muss man schon sagen, ey. So, ich versuche mal die Spinne zu treffen. Okay. Jetzt mache ich mir wieder die Pfeile kaputt. Dann gehe ich mal auf eine andere Spinne. Also ich schaue echt lieber nochmal nach, bevor ich schieße und leer schieße. Weil 120 Pfund, da will ich auf gar keinen Fall einen Leerschuss haben. Und ich glaube, das wollt ihr auch nicht. Okay, gut. Dann sind wir jetzt leer. Ich muss echt sagen, dieses mit den 6 Pfeilen, da tue ich mich echt noch schwer, ne? Immer diese 5 Pfeile ist halt so in meinem Gehirn eingebrannt. Mal schauen. Aber ist halt die Frage, macht das überhaupt Sinn, das jetzt noch zu lernen auf 6, wenn eh bald das M10 kommt und ich dann wieder in der 5er-Potenz drin bin? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache einfach mit 5 weiter. Ich glaube, das ist das Beste für mich. Egal, Zeit, dass wir die Ergebnisse gucken. So, also das sind unsere Referenz 90er-Pfeile. Und man kann schon sehen, ja, die sind tatsächlich nicht so tief drin wie der Rest. Na, es ist nicht so viel, aber es ist schon merkbar. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es denn beim Rausziehen? Sind die schwerer jetzt rauszuziehen oder vielleicht sogar leichter? Es geht immer noch super gut. Nee, kannst du echt nicht meckern. Das ist super. So, hier, zweimal hier die Spinne erwischt. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich eigentlich vermeiden wollte, nämlich wieder eine zu enge Streuung. Nämlich wieder einfach zu eng getroffen. Dadurch kriege ich die jetzt natürlich doof raus, ne? Das ist klar. Boah, shit. Da, der ging recht leicht raus. Oh, der auch. Super. Okay. Okay, also ein guter Trick ist wirklich ein bisschen zu drehen und dann kann man es recht einfach rausziehen. Funktioniert recht gut und ich würde sagen, jetzt interessiert mich auf jeden Fall noch, was passiert denn, wenn man da mit einer Stinger 120 mit echt bösen Pfeilen drauf schießt. Das sind auch Wansma-Pfeile, also Winifred-Mira-Pfeile von Amazon und die teste ich einfach gerade, ob die was können, denn von der Form her gefallen die mir unter den Spezialpfeilen schon mal am besten, weil die sind nicht so breit, die sind recht schmal, die sind aber trotzdem sehr stabil. So, und jetzt gucken wir mal, was die bei dieser Zielscheibe machen und ob die Zielscheibe das gut wegstecken kann. So, schauen wir doch mal. Yo, die sind jetzt echt tief reingegangen. Shit. Ja. Boah, aber die gehen super leicht raus. Krass, krass. Boah, oder auch nicht. Ja, der geht jetzt nicht so leicht raus. Ja, wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, dann geht er leicht raus. Oh, ja, und hier kann man jetzt sehen, wir haben zum ersten Mal, dass wir hier die Vanes echt zerstört haben. Oder was heißt zerstört, aber angerissen haben. Das ist natürlich nicht so gut für die Pfeile. So, diese beiden Pfeile, die fliegen jetzt natürlich raus aus meiner Sammlung, weil mit denen kann man jetzt nicht mehr präzise schießen, ne? Die kommen quasi in meine Zweitverwertungssammlung. Und das ist dann die Sammlung, in der ich halt einfach die Pfeile sammle, die nicht mehr so präzise sind, die aber auch zu schade sind zum Wegschmeißen. Die benutze ich dann einfach, wenn es darum geht, einfach auf Masse, einfach viel schießen, einfach nur üben, Bewegungsabläufe üben, das Auslösen zu üben und halt auch das schnelle Anvisieren, sowas. Also quasi für Drills. Dafür nutze ich dann noch solche Pfeile. Wobei ich sagen muss, solche Pfeile, also mit so einer Spitze, die nutze ich ja eh allgemein nicht so gern. So, aber damit wären wir jetzt mit dem Thema Stinger durch und kommen jetzt mal zur R9. Der absolut Steamboat-abhängige Malte, der gar kein
R9 und gar kein EK Archery und gar kein Excalibur mehr zeigt. Das hier ist eine R9 aus dem Hause, wer hätte es gedacht? EK Archery. Und es ist meine Lieblings-Midsize-Armbrust. Absolut. Ich liebe dieses Ding. Immer wenn es mehr als 30 Meter geht, nehme ich das Ding. Aber wenn es dann mehr als 50 Meter geht, dann nehme ich die Excalibur. So, wir haben hier den 90-Pfund-Wurfarm drin und ich möchte jetzt direkt mehrere Pfeile testen. Einmal haben wir hier so einen absoluten Standardpfeil, einen Cobra Bolt. Die waren eigentlich für die Edda gedacht. Aber in der Edda machen die bei mir ziemliche Probleme. Ich meine, ihr habt ja das Magazin gesehen. Vielleicht liegt es auch am Magazin, nicht an den Pfeilen. Wer weiß es. Aber ich benutze diese Pfeile einfach mittlerweile für die R9. Dann habe ich meine Ruhe. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, die ist offensichtlich auf sehr weite Distanzen eingeschossen, denn ich treffe relativ weit oben. Gut, das war jetzt der normale, billige Amazon-Pfeil. Der hat ein Aluminium-Insert und der hat eine ganz normale Übungsspitze. Und jetzt schießen wir den gleichen hinterher, aber diesmal als Botkin. Und hier bin ich mal sehr gespannt, ob der tiefer reingeht oder ob der gleich tief reingeht. Okay, aber das war's jetzt noch nicht mit den 7,5 Zoll Pfeilen. Ich habe noch zwei weitere und die sind richtig schick. Das sind Edda-Pfeile aus dem Hause Pfeilmanufaktur Bale. Und die haben hier diese wunderschöne Bale-Bulletspitze und halt einen Botkin. Seht ihr das? Das ist ein Messing-Insert. Das heißt, dieser Pfeil ist besonders schwer, viel schwerer als die. Und ich mag jetzt mal gucken, ob das einen Einfluss im Ziel hat. So, wir schießen als erstes in Bulletspitze mit Messing-Insert. Also einen schweren Pfeil mit einer Übungsspitze. Okay, und jetzt den Botkin. So. Quickscopen. So, also, wir haben hier zweimal die blauen. Jetzt die Frage, welcher ist welcher? Wir hatten einen Botkin, eine Übungsspitze. Der eine ist deutlich tiefer rein. Meine Vermutung ist, dass der tiefer drin ist, auf jeden Fall auch der Botkin ist. Hä? Ist er nicht? Okay. Dann wird das der Botkin logischerweise sein. Wow, wer hätte das gedacht? Gibt es hier einen Unterschied? Oh, nicht wirklich, ne? Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Messing-Inserts tiefer reingehen als die Alu-Inserts. Aber auch hier muss man sagen, der Pfeil lässt sich wunderbar ziehen. Mit einer Hand. Wenn ich jetzt die zweite Hand nicht für die Kamera hätte, sondern zum Ziel festhalten, dann wäre es ein Kinderspiel. Aber so geht es auch richtig gut. Zack. Das war jetzt ja eigentlich der Test für die 90 Pfund Adder. Na gut, es gibt schon ein paar Leute, die die R9 wirklich mit den Originalpfeilen schießen. Das sind die hier. Die haben nicht mal einen Insert. Komm, wir testen den auch mal. So, der wird jetzt sicherlich noch viel weiter oben einschlagen, deswegen ziele ich jetzt mal deutlich drunter. Und der ist trotzdem noch so hoch gegangen. Ich habe echt so ein Stück unter die Spinne gehalten, ne? Also man merkt ganz klar, diese leichten Pfeile, die gehen richtig nach oben, ey. So, aber bringt uns ja alles nichts, wenn wir keinen Referenzpfeil haben. Also testen wir ganz uneigennützig noch einmal einen Pfeil mit der R9. Man merkt ein bisschen, dass ich die R9 mag, oder? Und jetzt machen wir nochmal einen Quickscope. Macht sowas bitte mal nicht nach, ja? So, das sind die Pfeile. Ja. Gut. Er hält halt auch die. War eigentlich zu erwarten, aber ja. Oh, der geht aber sehr leicht raus jetzt. Der auch. Klasse. Wir nehmen jetzt mal meine Lieblingspfeile für die R9. Ausgeliefert wird sie ja mit denen hier. Manche Leute nutzen 15 Zoll Pfeile von der X. Ich persönlich liebe diese Pfeile. Das sind 12,5 Zoll Pfeile. Und die sind meiner Meinung nach einfach die perfekte goldene Mitte zwischen 15 und 7,5 Zoll. 7,5 Zoll ist mir einfach ein bisschen zu kurz. Aber 15 Zoll sind für die schwache R9 einfach auch ein bisschen zu viel. Deswegen sind 12,5 meiner Meinung nach einfach das perfekte Mittelmaß. Ich habe da meine Erfahrung gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich habe jetzt hier 12,5 Zoll Pfeile von zwei verschiedenen Herstellern. Die sehen allerdings sehr, sehr identisch aus. Man muss sagen, es ist im Grunde... Ja gut, der Schaft ist doch ein anderer. Also er glänzt anders. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann.
Er hat auch ein anderes Logo drauf. Die Vanes sind aber bei beiden die gleichen. Und da kommt jetzt auch mein Tipp: Wenn ihr Bock habt, Pfeile zu kleben, dann guckt mal nach diesen Vanes. Die Boning Vanes X-Cuts. Das sind meine absoluten Lieblinge bei R9 und auch für die Excalibur. Hier kann man allerdings deutlich einen Unterschied sehen, weil hier haben wir einmal die Original-EK-Nocke, die matte auf der grünen Seite und einmal so eine glänzende Polymer-Nocke auf der orangenen Seite. Und außerdem sieht das Insert ein bisschen anders aus, ne? Der Thorsten Bahle-Pfeil hat ein bisschen breiteres Insert und der CrossbowTuning.com-Pfeil hat ein bisschen kleineres Insert und auch die Spitze unterscheidet sich leicht. So, R9 mit dem grünen Thorsten Bahle-Pfeil. Die sind jetzt deutlich schwerer als die Pfeile von eben, deswegen halte ich hier jetzt nicht drunter, sondern drüber. Also nicht unter das Ziel, sondern ober- bzw. unterhalb der Spinne. So, ich halte drüber. Oh, und er geht immer noch drüber. Okay. Und der orangene, der ist noch ein Ticken leichter als der grüne, liegt am verwendeten Insert und vermutlich auch am Schaft. Ich halte also jetzt drunter. Ja, so habe ich es mir vorgestellt, geht der. Dann schauen wir doch mal, ob die Zielscheibe auch diese Pfeile halten konnte. Ja, das hat gut geklappt. Und die kleine Spinne haben wir auch erwischt, obwohl ich eigentlich die treffen wollte. Aber der Pfeil ist so weit nach oben gegangen. Naja, passt. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir diese Pfeile denn rauskriegen. Oh, wunderbar. Ey, das ist super. Ja, klasse. Einfach den Daumen reindrücken und dann immer so nach vorne arbeiten. Funktioniert wunderbar bei diesem Ziel. Spitze. So, und jetzt wird es kraftvoll, denn wir wechseln auf den 130er Wurfarm der Cobra RX. Das ist auch der Wurfarm, der auch in der Edda verwendet wird. Wurfarmwechsel R9. Einfach genial. Und fertig. Ich starte hier mal direkt mit den 12,5 Zoll Pfeilen. Boah, und merke direkt, der Zug ist ein deutlich anderer. Da steckt schon eine deutlich andere Kraft dahinter. So, ich gehe davon aus, dass der Pfeil jetzt noch mal weiter oben einschlägt. Dementsprechend halte ich noch mal weiter drunter. Ah ja, das hat doch gut geklappt. Genau in die Spinne rein. Und den orangenen machen wir auch. Wunderbar. Ja, die sind jetzt deutlich tiefer drinne, aber kriegen wir sie denn auch deutlich schwerer raus oder geht das? Oh. Oh ja, okay. Es ist schon deutlich schwerer. Es geht, ne? So ist nicht, aber boah, okay, ja. Nee, es geht. Aber im Vergleich zu erneuern wirklich deutlich schwerer. So, dass die langen Pfeile nicht bis zu den Vanes eindringen, war mir fast schon klar, weil ich meine, es ist immer noch eine Mid-Size-Armbrust. Jetzt wird es aber sehr interessant, denn jetzt schießen wir mal die kurzen Pfeile. Und das ist ja gerade bei der Edda immer so ein bisschen die Herausforderung. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich mir für die Edda auch einen erneuten Wurfarm gekauft habe. Weil die ist mir teilweise zu stark. Damit machst du dir A die Pfeile und B die Zielscheibe kaputt. Wir gucken einfach mal, ob das mit dieser Zielscheibe auch ein Problem wäre. Wie gesagt, mein Edda-Magazin ist leider kaputt, aber nicht so schlimm, wir nehmen halt die R9. Die hält uns jetzt halt als Edda hin, weil es ist ja an sich die gleiche Technik, nur dass hier kein Magazin drauf sitzt. So, und ich schieße hier jetzt erstmal eine Aluminiumspitze, eine von den blauen. Also mit Aluminium-Insert. Irgendwie hört sich das einfach immer zu krass an, ne? Weil der Pfeil ist teilweise, glaube ich, einfach zu leicht. Der Pfeil ist auf jeden Fall nicht zu leicht. Der hat ein Messing-Insert, der ist schwer. Dann gucken wir mal, wie der ins Ziel kommt. Dann schauen wir doch mal, ob die Vanes noch dran sind. Also auf die Stelle hatten wir jetzt ja schon echt öfters mal getroffen und jetzt fängt es hier halt echt an, lockerer zu werden, was dafür sorgt, dass ja, die Pfeile da auch echt tief reinfahren.
Also man kriegt's raus. Es ist aber wirklich recht schwer. Die Veins, oh, die hätten leiden können. Die haben es eindeutig berührt, das sieht man. Aber ich finde, sie sind noch in Ordnung. So, und der Fall. Ja, perfekt. Oh, oder auch nicht. Shit. Schade, schade. Wir haben gerade ein Messing-Insert und ein Bodkin in diesem Würfel verloren. Das ist sehr schade. Da kommen wir natürlich auch nie wieder dran. Dafür müsste ich jetzt den kompletten Würfel hier aufschneiden. Machen wir natürlich nicht. Schade, schade, aber das kommt natürlich nicht auf den Müll. Ich habe sicherlich oben noch irgendwelche Inserts, die ich da einkleben kann. Und Spitzen habe ich immer da. Von daher, den rette ich mir. R9, RX und simulierte Adder haben wir jetzt durch. Ich habe meine Siege repariert. Extra für dieses Video. Ich wollte sie einfach nochmal schießen. Und ich hoffe, dass es jetzt hier kein Missgeschick gibt. Ich baue sie mal auf. Der ein oder andere fragt immer, warum sieht man eigentlich die Siege immer so selten hier? Die hat man doch früher, als ich nur Instagram und noch kein YouTube gemacht habe, hat man die öfters gesehen bei mir. Warum seitdem nicht mehr? Ja, das ist richtig. Man sieht die nicht mehr so oft, weil ich nicht über IK Archery herziehen möchte. Ich bin mit der Siege nicht so zufrieden, wie ich es mir erhofft hatte, wie ich zufrieden sein werde, wenn das Ding denn bei mir ankommt. Hier seht ihr übrigens einen der Gründe, weil es sich meiner Meinung nach lange nicht so gut zusammenbauen lässt wie eine R9. Das sitzt einfach hier so spack drin. Das ist echt Mist. Ne? Bei der R9 ist der Zusammenbau so einfach. Bei der Siege fängt es halt echt an, dass es irgendwie komisch wird. Ich verstehe es nicht. Dabei ist die Siege doch eigentlich nur eine R9 mit Compound-Wurfarm. Eigentlich. Oh. Glaubt ihr, ich krieg die da noch rein heute? Oh. Endlich! So, der Durchdrückpin. Die Siege ist übrigens die erste Waffe von allen Waffen, die ich habe, die diese Durchdrückpins haben. Das haben ja ein paar mehr, nicht nur Armbrüste. Einen davon habe ich verloren. Und das ist mein Lifehack. Den Schlüssel, den schiebe ich da einfach rein als Pinersatz. Funktioniert sehr gut, hält das genauso gut wie der richtige Pin, aber hat natürlich den Vorteil, dass man hier jetzt ein Multitool mit sich trägt, ne? Das ist nicht nur eine Armbrust, das ist auch noch ein Schraubenschlüssel. Okay. Die Spannung steigt. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Also, nur dass ihr Bescheid wisst, warum ich gerade so skeptisch gucke. Die Cams stehen schief, seht ihr das? Letztes Mal, als die Cams schief standen, ist mir der Wurfarm um die Ohren geflogen. Das ist jetzt ein neuer Wurfarm. Naja, gut. Wird ja wohl langen für ein paar Testschuss. Okay. Und ich würde sagen, wir machen direkt einen hinterher. Sind übrigens auch 12,5 Zoller. So. Diesmal übrigens auch zweifach befiedert. Also die kann man auch für die R9 nehmen. Ich habe für die Siege habe ich sehr viele dreifach befiederte, aber auch viele zweifach befiederte. Einfach weil ich die zweifach befiederten ja auch für die RX nutzen kann. Und wenn ich eines Tages mal auf ein Magazin umbauen will. Ich schieße mal ein bisschen links daneben. Okay. Dann schauen wir doch mal, wie weit der Siege-Pfeil reingegangen ist. Macht es ja eigentlich echt schon Spaß zu schießen, ne? Kann man nicht leugnen. Aber irgendwie. Komm, immer noch ein. Ich fühle mich da irgendwie nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber das liegt auch einfach daran, weil mir das Ding schon einmal um die Ohren geflogen ist. Und jetzt schießen wir auch mal einen anderen Pfeil. Der ist jetzt dreifach befiedert mit den Shield Veins, also X-Cut. Bei dreifach befiederten Veins, Leute, ganz, 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 ganz wichtig, achtet auf die Light Vein. Also, das heißt, ne, die zweifarbigen gehen nach oben und die, wovon ihr nur eine Farbe habt, geht nach unten. Weil nur dann ist die Nocke richtig. Und wenn ihr die Nocke nicht richtig drin habt, dann zerreißt ihr euch die Sehne. Ich schieße mal auf die rechts. Okay. Hui, okay. Die Siege hat scheinbar echt doch eine sehr beeindruckende Power. Krass. Fühlt sich gar nicht so geil an, aber. Boah!
Okay, das geht. Auch hier wieder genau das Gleiche. Wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, kriegt man ihn richtig gut raus. Im Grunde muss man nur im ersten Moment viel Kraft aufwenden und danach ist es wie von Geisterhand. So, Kraft, Kraft, Kraft und fertig. Ja, gar nicht mal schlecht. Dieser Block hält echt viel aus. 150 Pfund Compound aus einer Siege 300. 300 FPS steht ja auch drauf. Hier übrigens spiegelverkehrt, weil es irgendwie nur den einen Wurfarm als Ersatzteil gibt. Schade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mit den Pfeilen keine 300 FPS drin sind. Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für ein anderes Compound-System. Und zwar der Fenris. So, schaut mal, so ist der gerade eingestellt. Also noch nicht auf Maximum, noch lange nicht auf Maximum. Der ist gerade mehr oder weniger auf Schnellschuss eingestellt und auf einen Auszug von 26 Zoll. Ich mache mir hier den Laser an. So, okay, dann. Ich habe jetzt hier übrigens den Rückhalter und das finde ich richtig cool, weil da kann ich mich an der Nase kratzen. Ne? Sogar am Ohr. Einmal hier Brille putzen. Ne? So. Und das ist wirklich kinderleicht. Ne? So, und jetzt habe ich ihn wieder und kann schießen. So, und perfekt. Dann gucken wir doch mal, wie weit der Fenris reingekommen ist. Er ist ja wirklich sehr schwach gestellt. Und das sieht jetzt natürlich so aus, als ob die Pfeile extrem lang rausgeguckt haben. Also haben die ja kaum was geschafft, oder? Man darf hier nicht vergessen, dass das die längsten Pfeile von heute waren. Das sind 20 Zoll. Ne? Auch die Siege hat hier nur 12,5 Zoll. Also 7,5 Zoll mehr. Also ein ganzer Edda-Pfeil mehr hängt da jetzt dran. So, ja, das sieht ja jetzt echt übel aus, ne? So. Die Pfeile sind ja gar nicht richtig reingekommen. Gucken wir mal, wie weit. Okay, also die lassen sich auf jeden Fall besser ziehen als bei der Siege. Ich würde sagen, der ist jetzt ungefähr vergleichbar mit einer RX eingestellt. So, also ja, so weit geht der Pfeil rein. Ne? Ja, RX ähnlich. Passt. Ja, auch die lassen sich wunderbar ziehen. So, jetzt haben wir Stinger, Adder, RX. Siege und den Fenris. Aber eine wichtige Sache in meiner Sammlung fehlt noch, nämlich mein Lieblingsmodell, wenn es um Reichweiten über die 50 Meter geht. Weil da muss ich nämlich echt sagen, mit der Siege war ich da nicht ganz so zufrieden. Das ist immer ein bisschen schwierig gewesen, dadurch, dass die Schiene weghüpfen kann. Für etwas, wo ich wirklich Präzision haben will, da habe ich dann auch nicht die Möglichkeit, so schnell zu repetieren wie bei einer Stinger und auch nicht wie bei einer R9 oder RX oder Siege. Auch lange leider nicht so schnell wie ein Fenris. Aber da steckt dann natürlich richtig, richtig viel Power und Präzision hinter. Die Rede ist natürlich von einer Full-Size-Armbrust. Und meine Lieblings-Full-Size-Armbrust ist die Excalibur Mag 340. Das Ding ist hammergeil. Es ist nicht nur relativ leicht. Also ich muss wirklich sagen, die Siege fühlt sich schwerer an. Liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, weil sie viel kopflastiger ist. Die ist wirklich massiv, da ist nichts, was wackelt. Da kann ja auch nichts wackeln, weil man repetiert hier nicht. Ne? Auch nicht hier, da gibt es nichts. Nee, das ist fix, fest, da kann nichts passieren. Und das sorgt natürlich dafür, dass man hier eine wahnsinnige Präzision hat. Es ist eine Full-Size Excalibur. Excalibur ist der König der Recurves, wie man immer so schön sagt. Oder die Königin aller Recurves. Und ja, ich habe hier eine Flämisch-Spleißsehne drauf. Und ja, auch hier kann man sehen, tatsächlich, die müsste auch bald neu gewickelt werden. Wird also wirklich Zeit für ein Wickelvideo. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. So, und hier schießen wir jetzt ganz spezielle Pfeile, denn eigentlich schießt man hier 18 Zoll, manchmal auch 16,5 Zoll. Und was schießt der Malte? 14 Zoll. Warum? Ja, das hat mir mal ein Pfeilbauer gemacht. Und die Pfeile sind ziemlich gut geworden. Ich habe einige von ihnen bekommen. Einfach zum Ausprobieren und ich habe mich entschieden, das sind meine absoluten Lieblingspfeile. Die 14 Zoll Pfeile kommen auf 430 Grain, was mich krass wundert, aber ich weiß auch, wo das Geheimnis in diesem Pfeil liegt. 340 Grain in so einem kurzen Pfeil, das ist echt krass. Und ja, dieses hohe Gewicht auf so kurzem Raum sorgt dafür, dass wir hier halt einfach ja, so ziemlich das perfekte Gewicht haben, aber auch zusammen mit einer kurzen Länge, die sich bei der Präzision sehr, sehr vorteilhaft auswirkt. Es ist quasi die goldene Mitte für die Excalibur.
Zumindest für meine Excalibur, zumindest meiner Meinung nach. Falls du eine Excalibur hast und das anders siehst, schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich diskutiere sehr, sehr gerne mit dir über die Excalibur, weil mit der Excalibur habe ich gar nicht mal so viel am Hut. Die schieße ich erst die letzten Wochen erst so richtig aktiv. Aber macht schon Spaß. Also so spannt man das Ding. Man nimmt hier ganz klassisch eine Spannhilfe, steigt dann hier so rein. Ja. Die Spannhaken kommen nach oben. Dann so. Und jetzt natürlich unvorbereitet, mit maximal krummem Rücken und richtig schnell und ruckartig, ohne Vorbereitung. Spaß. Also richtig schön langsam und wirklich hier rausziehen. Ne? Also so, nicht hier so. Das ist nicht gut für den Rücken. Rücken muss gerade sein, steif wie ein Fahnenmast, Finger abgespreizt wie der Zweig von einem Tannenast. Wir müssen natürlich jetzt den Pfeil reinladen. So, und hier gibt es jetzt auch wieder eine Light Vane, auch wenn das hier gar keinen Sinn macht, weil wir haben eine Flat Nock. Dadurch können wir den Pfeil reinstecken, wie immer wir wollen. Aber ganz ehrlich, das hat bei mir Stylegründe. So ein einfarbiger Pfeil ist ein bisschen langweilig, finde ich. So, dann schauen wir doch mal, wie der Pfeil von der Excalibur hier abschneidet. Das ist mal eine richtige Wucht. Wie der Wolfgang immer so schön sagt, Knallgas. Von Anfang an Knallgas. Und das ist schon ein geiles Gefühl, so eine Excalibur, kann ich euch sagen. Riecht ihr das? Riecht irgendwie verbrannt. Ich weiß gar nicht, wie das kommt bei 340 FPS. So, ne? Also so. Rücken gerade und dann hier schön so. Man kann natürlich auch die Crank nehmen, also die Kurbel, die habe ich übrigens auch. Aber da finde ich ein bisschen schade, dass man die jedes Mal abbauen muss bei diesem Modell, weil sonst hängt die einem hier, ne? Dann kannst du gar nicht richtig anvisieren. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst ist das echt ein Hammerding. Jetzt muss ich natürlich echt gucken, wie ich schieße, ne? Weil ich will jetzt den Pfeil nicht zerschießen. Ich halte einfach jetzt genau auf den Pfeil an, dann kann er ja nicht da hingehen. Weil es ist ja nicht 30 Yards. Knappe Kiste. Das wäre jetzt scheiße gewesen. Von den Pfeilen habe ich nämlich nur noch zwei. Alle anderen habe ich kaputt geschossen, wie man die letzten Male so auf meinem Instagram-Kanal gesehen hat. Ist unten verlinkt. Klick einfach mal gerne rein. So, dann gucken wir doch mal. Okay. Ja, die Pfeile, die gucken auch noch nicht auf der Rückseite raus. Also man kann tatsächlich sagen, dieser Würfel hält sogar eine Excalibur 340 aus. Aber kriegen wir die Pfeile auch wieder raus? Das ist jetzt die andere Frage. Boah. Oha. Oh, fuck. Ja, das ist jetzt mal nicht so leicht. So, ich muss jetzt hier tricksen, weil die Pfeile kriege ich so nicht raus. Ich knie mich da jetzt drauf und ziehe dann dran. Oh. Alter Vater. Kannst du eigentlich knicken? Ah, ja. Hui. Also auch hier wieder das Gleiche. Wenn der Pfeil einmal in Bewegung ist, dann geht es relativ leicht. Aber man muss erst einmal das hinkriegen, dass er überhaupt in Bewegung kommt. Und, oh, ne, krass. Also dagegen war jetzt die 120er Stinger ein Kinkerlitzchen. Oh. Oh, boah, Junge. Oh, wer sagt, Armbrustschießen ist kein Sport, der darf gerne hier hinkommen und mir den Pfeil rausziehen. Hey, den Pfeil kriege ich jetzt echt nicht raus. Ich nehme das Ding am nächsten Sonntag mit in die Kiesgrube und dann frage ich mal den Wolfgang, ob der das hinkriegt mit seinen richtigen Maurerpranken. Kriegt er das bestimmt hin? Meine kleinen Bürohände. Ja, naja, aber wenigstens treffe ich gut. Das war auch schon mal was. So, da bin ich wieder zurück im Studio und jetzt kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Starten wir doch mal, uns den Würfel anzugucken. Und da steckt immer noch der Pfeil drin. Also, wir haben heute ausschließlich diese Seite hier beschossen. Und ja, jetzt schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie findet ihr, sieht diese Seite der Scheibe jetzt aus? Für einen Tag ordentlich testen mit vielen Geräten. Ja, und diesen Pfeil, den kriege ich da echt nicht raus. Also auf Biegen und Brechen nicht. Ich versuch's hier nochmal. Nee.
Diesen Pfeil kriege ich einfach nicht raus. An dem Pfeil kannst du das Ding jetzt durch den Raum tragen. Das ist jetzt ein praktischer Griff. Aber raus kriege ich den so nicht. Der andere, der ging raus, aber auch der war jetzt kein Zuckerschlecken. Also ich würde wirklich sagen, mit 11-32er Pfeilen, für eine Excalibur ist das nix. Das würde ich schon mal sagen. Also der Würfel hält den Pfeil, gar kein Problem. Aber den dann wieder rauszukriegen, das kann, wie man sieht, echt schwer werden. Ich würde sagen, für die Stinger-Pfeile, also die relativ kurzen Pfeile, ja, 6,3 Zoll lang und 6,2 mm breit, für diese Pfeile ist das Ziel relativ gut geeignet tatsächlich, weil, es sei denn, du schießt Jagdspitzen, die Vanes dringen eigentlich nicht ins Ziel ein. Es sei denn halt, du schießt auf die Stelle, wo du immer schon die ganze Zeit drauf geschossen hast. Da ist es dann einfach ein bisschen lockerer. Oder du schießt halt einen Jagdpfeil rein. Der geht auch tief rein. Aber für Bodkins und Übungsspitzen ist das Ding wirklich gut geeignet. Sogar bis 120 Pfund. 150 Pfund habe ich jetzt übrigens nicht getestet. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass niemand einen 150 Pfund Wurfarm auf diese Distanz schießen sollte. Und der 150 Pfund Wurfarm liegt in meinem Auto. Mein Auto hatte einen Unfall mit einem Reh und beides zusammen ist in der Werkstatt. Dauert noch ein bisschen, bis ich den wieder kriege. Aber für diese Pfeile in dem ganz normalen Bogendurchmesser, also auch die, die auch einen Fenris verschießt, die aber auch ein ganz normaler olympischer Bogenschütze verschießt und die auch wir mit der R9, der RX und auch mit der Edda schießen, dafür finde ich die Scheibe tatsächlich am allerbesten. Mir persönlich gefallen da auch am besten die 12,5 Zoll Pfeile, weil da gibt es eigentlich nicht mal ansatzweise das Risiko, dass die Vanes in das Ziel eindringen und dadurch abreißen. Gut, mit der Siege kann ich mir vorstellen, dass das früher oder später doch so durchlöchert in der Mitte ist, dass es dann doch so weit reinfährt. Weil es hat mich schon ziemlich erschrocken, wie weit die Pfeile von der Siege eingeschlagen sind. Aber für eine R9 und eine RX und auch eine Edda, sogar mit den 7,5 Zoll Pfeilen, kann ich das Ding wirklich, wirklich empfehlen. Ja, und jetzt ist deine Meinung gefragt. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, was du von 3D-Zielen im Allgemeinen hältst, ob du auch welche hast und wie du diesen Würfel ganz im Speziellen findest. Ist das was für dich oder eher nicht? Und lass mich gerne wissen, ob du auch in Zukunft weitere Tests und Reviews von solchen 3D-Scheiben sehen möchtest. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja mal einen Steinbock oder ein Krokodil oder einen Elefanten zur Verfügung gestellt. Das wäre doch mal cool. Ja, und jetzt bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier bei Mag. So, Outro. Es werden keine Namen genannt, es werden einfach nur Pfeile geschrottet. Auf Zimmerdistanz. Und los geht's. So, ich denke, das hat man gehört, aber wir gucken es uns nochmal an. Eieiei, das ist aber ein lächerliches Ergebnis. Die Präzision von so einer Stinger ist wirklich für den Arsch. Oder so ähnlich. Ciao.